Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls Together mit Neptune Huge, das bin ich, und Exarius. Yeah! Jetzt war es wirklich gut kommentiert, der Anfang. Yeah, fuck yeah, man! Oh Gott, okay, ich hab jetzt. Ach, scheiße, ich war ja noch nicht mal oben und hab das Ding. Alter, was ist das Ding? Bugs voll rum, Alter. Alter, muss ich jetzt die ganzen Dinger wieder töten, oder was? Ich hab keinen Bock, die Dinger zu töten. Ich töte sie einfach nicht. Ich will jetzt meine Seelen zurückhaben. Und meine Menschlichkeit. Gut. Hier. Also hast du den Hebel schon umaktiviert bei den Schlangen, die da oben campen? Nein, ich bin doch vorhin gestorben und jetzt bin ich wieder hier und jetzt hoffentlich sterbe ich nicht wieder. Krass, dass man den zu dritt auf mich losgeht. Das ist so scheiße, ey. Das ist unfair, Mann. Das ist das. Das ist genau ja. Dark Souls fuck shit. Du, aber Leute, macht euch schon mal was auf Dark Souls. Warte, also. Das ist ja. Oh, krasserer Shit. Und wenn das stimmt, dass der Future so rausgelesen hat aus Informationen, dass es die Fest einfach Forderungen hat, dann könnt ihr euch sofort auf meinen Spray Together freuen, wenn es rauskommt. Die anderen haben das schon vorgespielt, weil die es wahrscheinlich. Ja, ich spiele alles auf Konsolen, die Penner. Ja, Konsolen, genau, weil PS4 zum Beispiel, die haben das auch schon 2 Wochen früher, aber ich glaube, da ist die Qualität auch nicht so gut. Ja, keine Ahnung, eigentlich ist es doch, das ist glaube ich genauso gut, aber ich meine. Das ist halt PC und PC ist immer besser. Ja, deswegen, ich glaube, das haben sie auch mit GTA 5 gewandelt, weil GTA 5 kommt ja auch erst so in 6, 7, 8 Monaten für PC raus und ich glaube, dafür machen sie extra noch ein bisschen bessere Qualität und hauen noch einiges rein. Ja, ich hoffe, dass sie noch was reinhauen, weil so wie es jetzt momentan ist, was ich jetzt von den Konsolen alles weiß, habe ich ja nicht keinen Bock mehr, das zu kaufen, wenn PC rauskommt. Dann spiele ich doch lieber Dark Souls 2. Ist 1000 Mal besser. Dann kommt Dark Souls 2 nochmal raus am 5. April, ne? Was? Am 5. April kommt nochmal Dark Souls 2 raus, ne? Dark Souls 2 kommt am 25. 25. April? Ja. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wahrscheinlich sind wir dann genau mit diesem Dark Souls 1 Let's Play fertig und dann kommt Dark Souls 2 raus und dann können wir gleich fortfahren. Genau, und wenn ich irgendwann mal endlich mal PC habe, dann können wir auch bei teilweise Terraria anfangen. Muss ich ja nicht den Future am besten auskennen, anscheinend. Oder wir spielen auch noch League of Legends, was ich in letzter Zeit auch aufmache. Da habe ich auch überlegt schon, genau. Weil da bist du zwar auch voll der Pro und alles, aber wenn ich es dann aufhören oder ob es dann auch Vollbild ohne irgendwelche Timerrenner aufnehmbar ist, dann können wir auch uns daran setzen und damit ein bisschen rumforschen und schauen und machen und das Ganze. Oh ja, dann wirst du das schön lernen müssen. Oh Gott, das wird so höllisch. Ja, warte. Du hast gemeint, so kompliziert ist es ja nicht, oder? Was? Du hast ja gemeint, so kompliziert ist es nicht. Doch, ist kompliziert. Also es ist halt, es ist. Keine Ahnung, der Weg, LOL zu lernen, ist nicht einfach. Okay, also die einzige Information, die ich habe, weil ich noch nicht gespielt habe, ist, dass es wie COD ist, bloß mit Schwertern und Mittelalterwaffen oder so. Nein, das ist total anders. Kannst du vergessen, ist doch nicht wie COD, Alter. COD ist der größte Shit. Stimmt, fast gleich. Ganz ehrlich, wenn dann schon Battlefield. Dann muss ich nämlich immer gleich wieder so rassistisch werden, aber das will ich irgendwie, weil ich will mich aufregen und dann, naja. Dann muss ich mich aufregen und dann würde es ausarten. Oh fuck, Pfeil. Oh Gott, ich hab's gewusst. So, ich bin immer noch in diesem. Ja, das ist nicht so geil, wenn die NPC zurückschrecken, obwohl sie kein Recht dazu haben. Verfickte Kacke, Alter. So, ich glaube, ich bin gleich auf dem Raum hier draußen und ich bin gerade an der großen Treppe, wo ich zur großen Tür raus kann. Also, ich bin jetzt schon oben und wurde gerade von dem Pfeil durchlöchert. Lass mich direkt. Achso, von diesem Bogenschützen da, ne? Der nervt voll, Mann. Ja, das langweilt mich auch. Also, hier muss ich wieder jede Ecke aufpassen, dass er ja kein Pfeil in die Ecke bekommt, weil hier könnten wir echt teilweise hinter jeder Ecke über die Nahkämpfer und werden euch vernichten. Ja, die Fernkämpfer töten ja nicht mehr als die Nahkämpfer, weil die Nahkämpfer sind langsam und bis sie dich kapieren, dass du da bist, dann bin ich schon zufrieden. Aber der kommt jetzt wieder sofort, dann mache ich bei den Typen ganz wenig Schaden. Du kannst auch die Robe der Maid und sowas aufgegabelt. Achso, ja, kein Bock auf den Scheiß. Ich hab gerade gedacht, irgendwas nicht gefahren, aber noch, wenn man einen Ring, aber das wäre vielleicht auch nicht mit dem Dinosaurier heißlos, ne? Okay,
Was? Zum Reißlot? Achso, ja, stimmt. Okay, also. Da oben ist der Magier, der schießt. Wobei Und hier steht ein Magier. Und der teleportiert sich. Und der andere Magier fängt gerade an. Und man sollte versuchen, den Magier hier um die Ecke so schnell wie möglich zu töten, weil der nervt. Der macht einen richtig kaputt. Oh Gott, wobei ich hab versagt. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab ihn getötet. Echt? Ja, er hatte zum Glück erst den Tanz gemacht, bevor er sich teleportiert hat. Das Problem ist jetzt, man muss jetzt hochkommen. Oh Gott, ich hatte mein Schild. Ich will jetzt halt, gibt's eigentlich auch eine Möglichkeit, ich hab doch auch irgendwie so eine Methode, um zur Seele da unten hinzukommen. Was, wohin? Wir waren doch im auf dem Großraum noch eine Kriegerseele. Ich hab keine Ahnung. Naja, egal. Also, wenn ihr euch hier nochmal genau umschaut, dann findet ihr noch hier noch eine Kriegerseele. Aber wie man genau da hinkommt, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dann müsst ihr hier, direkt wo ich gerade die Ruben gefunden habe, irgendwie noch auf eine weitere Rakete springen. Und von dort aus dann, da müsst ihr genau, da müsst ihr in eine Tür reingehen, glaube ich. Bäm, Mann, diese Kackbogenschützen, ey. Achso, scheiße, das Fisch ist in dem Spawn. Shit. Egal. Vor allem das Behinderte an diesen Bogenschützen und Magien ist, die spawnen neu. Es ist scheißegal, ob du sie killst oder nicht, die spawnen einfach neu. Stimmt ja, genau. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Genau. Das ist ja in diesem Gebiet so mal so eine Ausnahme, dass das die neu spawnen, die Magier. Ja, genau. Weil normalerweise, wenn du die Magier killst, dann sind sie tot für immer und. Bei diesem Fall stimmt's nicht. Man sollte halt nur da mal, also in dem Punkt, wo man durchkommen will, sollte man einfach, die töten, die wichtigsten. Okay, jetzt versuche ich mal den Magier zu killen. Das ist aber auch wirklich so tricky, den zu finden. Da muss man wirklich jeden Schlüssel aufsammeln und dann. Okay. Das wird scheiße schwer. Egal, gehen wir weiter da, wo der Fluch ist, sonst kommen wir auch nicht mehr hinterher. Oh mein Gott, Alter, ich hatte gerade voll Lack irgendwie, der Magier hat irgendeinen komischen Angriff gemacht, einen komischen. Und, ja, ist verkackt. Du, also, Armbrust ist tabu, ne? Denk dran, das brauchen wir gar nicht versuchen, okay? Die Armbrust holen wir uns nicht, das kannst du vergessen. Wir zeigen euch nur, wo diese Dreischuss-Armbrust ist, also sie ist eigentlich schon. Okay, mit den Blitzbolzen, die man in Arno Land bekommt, aber die zu bekommen ist eigentlich so wirklich die eines der schwersten Kisten überhaupt im Spiel. Also das könnt ihr nur durch Glück kriegen. Das ist einfach nur wohl, wenn man das machen will. Ja, muss man halt nur timen und dann passt. Also, ich habe gerade den Weg verpeilt, wo ich hin will. So, du bist viel, lass mich jetzt auf meine Ruhe. Soll ich da unten hin? Aggressiv werde. Schau, das finde ich wieder so lustig. Ich habe jetzt keine Seele geschluckt. Ich habe keine Seele geschluckt, keine Menschlichkeit, kein gar nichts. Und habe merkwürdigerweise zwei Menschlichkeit unbedingt stehen. Ey, stimmt. Ich hatte ja auch eine. Und jetzt habe ich auf einmal zwei. Ja, das siehst du, das ist mir seltsam. Oh, und das ist ein richtig krasses Flak gerade. Ich habe eine Lasira 3 bekommen beim ersten Kill beim Magier. Ah, cool, nice. Der ist cool, Mann. Also mit dem kann man so geil tanzen. Ja, und scheiße, ja. Genau, weil die Magier meinte immer so, hat halt sich ein Abwenden zu müssen, was ihnen einfach mal gar nichts bringt. Ja, doch, es bringt halt nur, wenn du so ganz viele Untote in deinem Gebiet hast. Und die Untote werden dann so Rage-Mode, Hardcore, scheiße. Ach so, das bringen sie ja. Ich hab jetzt so noch geblickt. Das ist einfach so ein, keine Ahnung, so ein Easter Egg von dem Spiel. Oh Gott, oh mein. Ey, diese verfickte Bogenschütze, Mann. Von da oben weißt der eine. Jo. Okay, also jetzt bin ich. Ich habe jetzt gerade die Bibliothek gebooft. Jetzt gehe ich kurz das Leuchtfeuer nehmen und dann bin ich fertig. Oh. In dem Gebiet hier. Also, dann bin ich beim Safe Spot Nummer 1. Ich glaube, das ist doch der vor dem Boss, ne? Ja. Da muss man die ganze Zeit immer laufen. Gut, wie siehst du denn die Erfolgschance, dass wir den Boss schaffen? Relativ okay. Oder gut? 2,5%. Ich gehe jetzt mal einfach auf. Ich schätze mal 35%. Brauchst du, können uns rufen und je nachdem, ob wir den Boss überhaupt noch drauf haben. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, echt. Achso, du hast ja mein Level gefragt. Ich bin 84.
Ich bin Level 85, gut, wir sind noch sehr, sehr, sehr gut im gleichen Timing vom Level. Der Etherwix hat mich jetzt schon wieder abgeknallt im Bogen. Ach, jetzt verstehe ich, warum ich fett rolle. Ich habe vergessen, dass ich den Ring hier ausgezogen habe, den Havels Ring für den Opferungsring. Ich bin gewundert, warum ich so langsam bin. Ich bin von Future ja auch noch den, wie ist das, den Schutzring der Wunst, glaube ich, weil er hat den ja nicht ausgezogen oder nicht angezogen beim Vier Könige. Der hat sich den aufgehoben, gell? Was, Vier Könige? Du hast den Schutzring der Wunst aufgehoben, weil wenn man ihn auszieht, dann ist man ja instant. Dann macht er wieder kaputt. Achso, den habe ich ja immer noch an. Ich habe für den anderen, für den Ring der Opferung, habe ich Havels Ring ausgezogen. Da war ich halt langsam wie ein Schwein, aber konnte halt noch einen anderen Ring benutzen. Ah, genau, stimmt. Weil du, genau, weil hätte ich jetzt den Schutzring der Wunst auch noch, dann hätte ich jetzt auch schnelles Rollen, aber keine Ahnung. Also das war ein Schutzring der Wunst, den habe ich ja immer noch, aber den habe ich doch erst nach den Vier Königen benutzt. Also angezogen. Ah ja, stimmt, genau. Doch, du hast ihn ja schon davor angezogen und dann musstest du ihn ausziehen. Ja, aber ich bin so viel bringt der nicht. Also ich finde die zwei wichtigsten Ringe sind immer noch Chlorantieren, die Ausdauer und Havels Ring, also die man am besten verwendet. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich brauchst du wirklich Schutzring der Gunst und Havels Ring. Das ist der Beste. Ja, wenn man so Pro-Skill ist wie du schon, aber ich glaube, ich mach das mit höchster Anstrengung und schaffe es immer mit größter Knappheit. Oh Mann, ey. Oh Mann, das ist echt hart. Okay, ich glaube, ich habe hier wieder vor aufgesammelt, aber ich bin in den falschen Weg gelaufen. Das mit dem Treppensystem ist ja jetzt auch so eine Sache, wisst ihr, das muss man auch erstmal checken, weil ich das erste Mal, wo ich hier reingelaufen bin, dann habe ich rumprobiert und habe einfach nicht gepeilt, wo es weitergeht. Ja, das ist, hatte ich auch. Aber übrigens, ich habe jetzt gerade Symbol der Gier bekommen bei, von dieser Mimik-Truhe da. Echt? Ja. Schaut mal bei Mr. Future jetzt rein, weil das ist echt ein verdammter Rare Drop und wenn man den hat, das sieht so lustig aus, die Truhe. Nachher, wenn eine Kurve funktioniert, kann ich euch das auch sagen. Das, so das Problem an dieser Truhe ist, es sieht halt die ganze Tapete ab, wenn man es anhat, aber man bekommt, glaube ich, doppelt so viele Seelen oder mehr Seelen auf jeden Fall als also von den Monstern einfach nur. Das sieht ja richtig mega nice aus. Ja, das einzige Nachteil ist, dass man dauerhaft Leben verliert, aber das ist das eigentlich gut, weil es ist wie leichte Vergiftung und das zieht euch einfach mal nichts ab. Und wenn ihr genug Essen verbunden habt, beispielsweise 20 Stück, dann ist es wurscht. Ja, oder wenn ihr einfach genug HP habt, wie ich jetzt momentan, weil ich stehe hier schon einige Sekunden einfach so, habe jetzt erstmal einen größeren Balken verloren. Okay, ich ziehe ihn wieder aus. Weil ich das jetzt nicht brauche, ich brauche lieber Maske des Sprösslings. Ich bin jetzt auch bei dem Park gerade das Bücherregal aus. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, ich hatte jetzt gerade nur Probleme mit dem Bücherregal, weil ich da rumgesucht habe ein bisschen. Aber die Truhe hast du doch auch noch nicht geöffnet, oder? Yay, Kristallglut. Weiß ich habe ja alle Truhen geöffnet, ja. Warum der Kanalisierer? Das ist eigentlich auch nicht so gut gefristet, ne? Ja genau, oben der Kanalisierer und dann kommt dieser verzauberte Flank hier und von diesem Mimik-Dings. Welche Truhe ist denn von dem, was man benötigt, weil ich jetzt nicht gut auf die Friste? Die, ja, greif einfach hier am besten jede an, erstens. Und zweitens ist die, wenn du in diesen Raum gehst, da wo der Hebel ist, ist es die ganz vorne rechts. Also da, wo diese, bei dem Weg, der wo runter geht. Bei der so. Okay, also die rechte. Oder? Die rechte, ja, da muss einfach drauf betteln. Gut, was ich gerade gesehen habe. Hinter einer einzigen Truhe war gerade ein Ding drin, ein Vorsichtpalle. Und da habe ich überlegt, welche ist es, die linke oder rechte? Oh, scheiße, ich habe auch Symbol der Gier. Fuck! Hast du auch bekommen, nice. Oh Gott, das ist echt ein Lack, Mann. Der ist okay. Doch voll geil. Ja. Vor allem, weil man nur 4 oder 5 Truhen im ganzen Spiel sieht, die böse sind. Aber wo man viele böse Truhen findet, ist bei Kirale. Wenn man den Hardcore-Modus hat, dann findet man viele Truhen, die böse sind. Oh ja. Ja, richtig. Aber vor allem das Coole ist ja, wenn du die Truhen dann in Terraria findest, die droppt man jedes Mal was Gutes. So, Was man könnte auch so ein bisschen genau, oder? Sollen wir schon rufen oder willst du es mal wenigstens versuchen oder ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt schon eine Pause machen können, dann machen wir jetzt eine Pause, rufen uns und dann machen wir weiter. Ich würde sagen, du legst jetzt mal der Rufsymbol in die Hände. Und ich gehe da erstmal zum Leuchtfeuer, weil ich habe gesehen, das habe ich noch nicht gemacht, abgespeichert. Ja, ich habe jetzt. Warte, ich hoffe, ich habe noch irgendeine kleine Seele, weil ich kann jetzt fast Level up werden. Ja, ich habe hier noch eine Soldatenseele. Stimmt, kann ich auch noch mal sehen, kurz auf, damit wir hier
Level abwerten können. Und ich fresse mal Menschenschlepper, damit ich hier 20 Menschenschlepper hole. Es ist für cool bekommen, weil die werde ich brauchen, glaubt mir, Leute. Naja, stimmt, dann muss ich auch noch machen. Gegen selbst braucht man wirklich viel Essen, wenn man es nicht perfekt macht auf dem ersten Schlag. Ja, ich versuche jetzt wahrscheinlich jetzt auch das auf 20 ist das so cool zu erhöhen, das Leuchtfeuer hier. Oh Gott, ich hoffe doch, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen. Und dieser ewig krepieren. Aber das wird voll der Bullshit, Mann, ich sag's dir. Und ich hab mein erstes Stück nicht hinbekommen, weil irgendjemand, glaube ich. Ja, ich auch. Wahrscheinlich hast du gerade meins bekommen, ich hab deins bekommen. Ja, glaube ich nämlich auch gerade. Hab ich auch so. Wo hast du da den praktischen Hochstand und nicht, weil es gibt nur eins. Nee, noch nicht, warte, ich muss noch Level abwehren. Oh, hier liegt so Invasion! Zwei. Dein Ernst? Ja, du musst doch gar nicht Ding machen. Ich wollte aber ins Fach rennen. Achso, stimmt. Ja, stimmt. Ich hab gerade auch entfacht. Sag mal, das gelegt hast. Verdammt, Invasion! Ich will nicht! Lass mich gehen! Machen wir nicht aus. Lass durchgehen einfach. Ja, oder? Natürlich. Ich weiß es einfach mit dem. Weil du hast genug Menschlichkeit in dir. Ja. Gott, der Typ hat. Was hat der Typ? Großschwert. Hä, was hat er für ein Schwert? Mondlicht? Ne, was ist das für ein Ding? Das ist Grünschwert. Ne, das ist Mondlichtschwert. Denn, apropos das Mondlichtschwert, das kommt ja hier genau diesen Weg, wenn er selbst den schuppenlosen Schwanz abhackt. Wobei, neben der drei Schwanz. Oh ja, genau. Und ich finde, der Schwanz müsste ihn abhacken und das ist ziemlich schwer bei dem Boss. Aber repetiert sich das auch für dieses Schwert? Oh, ich habe ihn umgebracht. Echt? Not today, Bro. Not today. Du sag mal, repetiert sich das Schwert überhaupt bei dem Boss, also das sich der Arbeit zu machen? Was sagst du? Repetiert sich das überhaupt, den Schwanz abzuhalten für das Schwert? Bei Seth oder was? Nö, ja. Auf keinen Fall. Das ist doch voll scheiße. Also im Vergleich dafür, dass es halt so schwer ist. Nicht, gell? Nee, das ist einfach mal ein magisches Schwert. Das ist halt für Intelligenz-Builds. Alter, was ich für ein Stats habe? Ich habe voll die Scheiß-Stats. Also kannst du da ein bisschen überlegen, oder? Ja, genau, ich habe den Typ gerade umgebracht. Gut, warte mal. Ich stehe gerade zufälligerweise dort, wo die Truhe für die Kreideschussabrüstung ist. Also seht ihr da hinten das Bücherregal? Genau dort steht dieses Ding. Und dort oben ist eine Treppe. Und von der müsst ihr getimt da unten landen. Und wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr da drauf landet, habt ihr immer noch das Problem, dass ihr genug Leben übrig haben müsst, damit die zwei Schüsse von dem Bogenschuss überlebt, weil die direkt dann instant auf euch schießen werden. Ja, das ist das Problem. Also die werden wirklich instant auf euch draufballern. Das heißt, wenn ihr gelandet seid, gibt es ja die Animation, wenn man landet. Und dann, sobald man aufsteht, fliegen die Pfeile schon auf euch zu. Na, dann muss man entweder sofort blocken und ja, dann oder die Kiste halt aufmachen. Und meistens stirbt man dann, wenn man es eine Sekunde zu spät macht. Hast du den Motor gelegt? Ja, noch nicht. Aber hier liegen. Aber nichts weiter vorne, irgendwo da, wo du die Treppe aktiviert hast. Warte, ich muss noch einmal entfachen. Mhm. Ich renne schon wieder vor. Da am besten, wo das Ding ist. So, und apropos genau, wenn ihr die Truhen habt, also ich glaube, gibt es dafür nicht den Ringsmann irgendwie vom Sturz. Wo soll ich jetzt mal überlegen? Weiter vorne am Stick, also durch die Nebelwand noch gehen. Ja, aber ich kann auch schon davor Leute sehen. Das heißt, wir können hier auch noch irgendwo machen. Ja, aber ich habe viele Leute, da jetzt die haben, wird das nicht klappen. Also beim Leuchtfeuer wird es auf jeden Fall nicht klappen, aber ich meine, wenn wir das jetzt irgendwo, sagen wir mal, da wo die Kristallglut ist. Ja, dann legst du mal dahin, okay. Genau, ich leg's einfach vor die Truhe mit der Kristallglut. Genau, apropos, frag mal, gibt es nicht irgendwie einen Ring gegen Sturz, also dass man die Mut ausfüllt oder sowas? Ich glaube, da gab es auch irgendeinen Ring dafür, oder? Was nochmal? Ob es einen Ring gibt für, wenn man von hoher Höhe stürzt, also dafür gibt es sowieso einen Zauber, dass man keinen Sturzschaden kriegt, glaube ich. Nee, einen Ring gibt's nicht, nein. Aber dass man halt die Mut oder die Geste davon nicht macht, wenn man stürzt oder so. Das nee, ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das gibt's nicht, aber wenn du zum Beispiel, du kannst ja, wenn du fällst irgendwo, kannst du gleich Rollen machen und dann geht's halt sofort. Also dann rollst du halt und dann verlierst du halt keine Zeit, machst dieses Emote nicht. Bücher, das ist aber höchst gefährlich, wenn da, wenn ich mal da oben gelandet, dann bin ich da viel zu kurz, dass ich da wieder runterrolle. Ja, das ist natürlich scheiße, aber ich meine,
Man hat ja eigentlich genug Zeit, um zu landen und dann zu blocken in der richtigen Richtung. Weil es hat, es ist ja, es funktioniert ja, weil ich ja, wir haben es ja selber schon gemacht. Ja, und es war nicht leicht. Ja, es war nicht einfach, man stirbt halt so oft, bis man dann genau den richtigen Moment erwischt, wo man von der Kacktreppe runterspringen muss. Siehst du mein Symbol? Noch nicht. So, warte, ich noch mal kurz die Sachen, die ich gefunden habe, sonst wie Schwert, das Fallschirm oder sowas, keine Ahnung, magische Waffen eben. Kompositpunkt nehme ich mal auf, das habe ich ja schon gelernt. In der Stadt der Geister, dass man so welche Waffenbögen aufhebt. Voll Bullshit, brauchen wir nicht. Er ist Müll. Man braucht einfach irgendeinen Bogen für die Stadt der Geister und danach ist es eh Schwachsinn. Weil da hat man eben vorne, dass man sofort Schlüssel sofort bekommt und nicht erst da hochklettern muss. Ja. Oh, warte, ich glaube, ich sehe nichts. Ich habe gerade meine Haufen gesehen. Egal, bis wir uns rufen, könnten wir uns ja schon mal verabschieden und eine Pause einlegen und das nächste Mal werden wir uns garantiert gerufen haben. Denk ja, das hoffe ich mal. Jo, Leute, also dann, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.